lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu Herzen brechen, die allzu Spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Wir freuen uns über alle, die gekommen sind. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir sagen es nochmal zum zweiten spontan Jena Open Air Frühstück. Man muss jetzt mal sagen, es waren bei der ersten Demo am 26. Oktober waren 5000 Leute hier, ja? Und es gibt drei Leute, die das maßgeblich organisiert haben und einer davon ist gerade mit seinem Fahrrad noch vorgefahren. Das heißt, ich würde sagen, Hartmut, du bist dran. Eigentlich war es ja da drüben, aber da gehen wir sicher noch hin. Leider, ich glaube, die Tische, die da ursprünglich gewesen sind und so dieser wirklich fast denkmalswerte Raum, der wurde, glaube ich, in Anfang der 90er Jahre beseitigt. Also es ist jetzt irgendwie umgestaltet worden ein bisschen mal dort, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ansonsten stehen wir hier natürlich auch an einem historischen Ort. Wurde dann drei Jahre später, ging hier an dieser Stelle, traten die Massen aus der Kirche raus und gingen zur ersten Demo, die in Jena stattgefunden hat. Maßgeblich organisiert haben es eigentlich, wir haben sie immer die Zwetzengassenbande genannt, die Leute aus der sogenannten Autonomen Republik Zwetzengasse, also sprich Erdremp und also der Olli Jahn zum Beispiel, der sich leider jetzt in Madrid aufhält gerade. Eigentlich wollten wir das schon eher machen, rausgehen aus der Kirche. In der ersten Woche waren wir uns noch nicht so richtig sicher. Da haben wir gedacht, so 70.000 kriegt man nicht zusammen, wie die es in Leipzig hatten, wo sie es dann gewagt haben. Und dann haben wir nach einem sinnvollen Anlass gesucht, das zu tun. Ja? Also man musste die Leute ja mitnehmen, dass man ihnen auch sagt, wir überbringen jetzt also einen Forderungskatalog, was sich hier ändern soll in der Stadt und so. Und das ergab sich dann halt in der Woche so ab dem 20. Oktober etwa. Und das war für uns dann im Prinzip wirklich der Punkt, wo wir sagen konnten, so damit gehen wir jetzt raus, ziehen hier durch, versuchen auch noch die Leute auf der Straße zu motivieren und gehen dann vors Rathaus. Und dann musste man eben nur noch warten, bis da eine Stadtratssitzung war, wegen der Publicity, ne, wegen Öffentlichkeit. Und Gott sei Dank war die dann schon am 23. Oktober war dann eine nicht öffentliche Stadtratssitzung. Und ich weiß auch nicht, wie das genau dann gelaufen ist. Buschfunk wahrscheinlich wussten zumindest einige von den CDU-Leuten, die im Stadtrat saßen, dass wir kommen auch. Also da gab's ja auch Kontakte. Eberhard Stein war ja selber auch Mitglied in der CDU und so. Und so haben die uns dann unten erwartet. Wir haben dann auch gerufen, der Spahn soll runterkommen und haben ihm das eben übergeben. Und gesagt, hier in der Kirche haben wir das verlesen erst und haben aufgerufen, dass also wer mitkommen will, kann mitkommen. Wir gehen jetzt zu Zehnt oder so dahin. Und wollen eben hier drauf dringen, dass A, eben Veränderungen in der Stadt passieren und B, auch Leute aus den neuen Gruppierungen eben an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Das war also so das Wichtige. Und das entwickelte sich dann im Lauf der Oktober, November, Dezember über runden Tisch bis hin, dass dann in der sogenannten Dezernenten ohne Geschäftsbereich von den verschiedenen Gruppen eben entsendet wurden in den Magistrat. Ja, das war so eigentlich der Ausgang hier von der Stadtkirche. Okay. Möchte jemand, also es waren ja einige bestimmt dabei, ja? Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen, Petra? Ja, das war hier von dem hohen Ross hier. Genau.
Petra? Ich hatte ja mal die Geschichte erzählt, dass ich gerade die Röteln hatte. Ja. Und ich stand nackig dann oben in der Kollwitzstraße am Fenster und wurde von meiner Hausärztin abgehört. Und ich habe unten die Leute vorbeigehen sehen und sagen, naja, scheiße, konnte nicht. Ne? Ja, das ist ja eigentlich schon mal die zweite Geschichte mit den verpassten Demos. Ja. Du wolltest immer und dann, ja. Stimmt, die erste, ja, das ist aber länger her. Ja, das ist noch länger her. Ja, da, und am Anfang, also das war aber schon, eigentlich kippte da schon die Demos. Also das waren schon, wo ich, wir sind das Volk, wollen die Demos, das war dann schon nicht mehr meins. Also ich kann mich erinnern, wir sind dann später konkret nicht mehr mitgelaufen. Sondern haben versucht halt in unseren kleinen Gruppen, das, was man eigentlich erreichen wollte, vielleicht nochmal zu untermauern. Wir wussten ja immer noch nicht, zerfällt das jetzt? Ist das das? Oder wir wussten nicht, wie es weitergeht. Ne? Und da haben wir gedacht, wenn wir in unseren Gruppen arbeiten, also Volksbildung, keine Ahnung, alles, was wir so uns überlegt haben, dass wir dann, wenn alles kaputt ist, vielleicht noch irgendwas haben, an dem wir festhalten können. Weil ich denke, zu dem Zeitpunkt wussten wir alle noch nicht, ob es was wird oder nicht. Die einzigste Gruppe, die auf Dauer was gebracht hat, ist die Arbeitsgruppe Kultur, aus der die Casablanca entstanden ist. Ja, ja, das stimmt. Ja. Leider hat sich Alf sich geweigert mitzumachen, weil er von dem alten Scheiß nicht gehört und sehen will. Das ist halt schade, aber nicht zu ändern. Na, ich denke, an unsere Gruppe, wir haben ja daran gearbeitet, einen alternativen Kindergarten aufzubauen, was ja immer der Volksbildung unterstand, Kindergarten, Schule und was weiß ich. Und, dass das nichts geworden ist, das würde ich sagen, liegt auch an der Kirchenleitung. Ne? Die war ja auch streng unterwandert, nicht von Stasi und so. Ja. Da hinten ist gerade noch schönerweise Alexander Adam mitgekommen, der auch beim Open-Air-Frühstück dabei war. Und na, der war eigentlich maßgeblich hier. Wo ist denn Alex? Da Alex steht hier. Hinter dir. Und vor allen Dingen... Ja, komm doch mal her, Mensch. Ich habe ihn noch nicht interviewt. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Du hast auch in der Zwetzengasse gewohnt, oder? Klar. Teilweise. Unten, also es gab ja viele besetzte Häuser von Jugendlichen und das Prominenteste war wahrscheinlich die Zwetzengasse, ja, durch so Leute wie Alexander. Nein, nein. Auf jeden Fall würden wir jetzt gern noch mal runtergehen in die Zwetzengasse, Ballhausgasse. Dann gehen wir hoch über JG Stadtmitte und treffen uns alle wieder hier zum Frühstück. Und dann kannst du ja vielleicht unten was zur Zwetzengasse erzählen. Vielleicht sogar aus der Perspektive einer Mutter, wie das da immer so aussah. Kann viel besser, ja. Ich muss schön noch gucken, wo wir gehen hier unten rum in die Zwetzengasse. Den Alex habe ich ja immer am Abwaschtisch gesehen. Der hat ja immer zu abgewaschen. Der war der Einzige, der abgewaschen hat. Das ist immer wieder zu lauter kleinen Neuen. Nee, aber was... Warum ist das so bedeutend geworden? Und ich habe Katharina gerade gefragt, ob sie noch mal was sagen kann zu diesem, dass so viel in Privaträumen stattgefunden, was für ein Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Räumen, was da anders ist als heute sozusagen, ja? Also die Zwetzengasse, die war ja nicht die erste Wohngemeinschaft. Also es ist auch noch auf die Gartenstraße zu verweisen, wo Roland Jahn und andere Leute gewohnt haben. Diese Räume waren deshalb so wichtig, weil sich da Leute treffen konnten. Das war ja das Prinzip der offenen Tür. Also Jolli hat das mal gut gesagt, Jolli Zwickler, einige werden ihn noch kennen, hat ja auch in der Zwetzengasse gewohnt. Also die Klinke einfach abmachen, so dass die Leute auch rein können. Und das war im Prinzip der Offenheit, was im Gegensatz zu dieser geschlossenen Gesellschaft auch so einen ganz anderen Lebensstil vermittelt hat. Und dieser Lebensstil bestand darin, dann auch Grenzen, die eigentlich im Kopf existiert haben, die auch im Sprechen, die im täglichen Handeln vorhanden waren und sich in Hierarchisierung niedergeschlagen haben, dass die einfach abgerissen werden. Also dass man sich verständigt als Mensch, das ist das eine. Und dann auch anschließend an die 68er-Bewegung einen offeneren Umgang miteinander zu pflegen. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal, sonst wird es so akademisch. Genau. Alex, du hast hier gewohnt. Ja, du hast das Schild hier gelesen, man ist niemals so glücklich oder unglücklich, wie man glaubt. Ich weiß nicht, was ist das für ein Laden jetzt hier? Friseur. Ja. Der war übrigens früher hier drüben, der Friseur. Da hat meine Mutter gearbeitet. Salon Haschke, ja genau. Und das war ein Telelotto-Laden hier unten. Genau. So zum Thema Glück sozusagen. ja, was wollt ihr denn wissen? Na, erzähl doch mal ein bisschen so, wenn du daran zurück, was deine ersten Bilder sind. Ja? Meine ersten Bilder, die habe ich noch ziemlich genau im Kopf. Da sind wir hier abends, war vielleicht schon, es war schon dunkel, es war glaube ich auch Winter.
Und wir waren auf der Suche nach einer Wohnung, die wir übernehmen könnten. Es war ja damals nicht so, dass man also nach Häusern geguckt hat, sondern eher nach Wohnungen, weil das war eigentlich so ein bisschen schon gang und gäbe, dass man relativ ruinöse alte Wohnungen, die jetzt wo lange keiner drin gewohnt hat, da konnte man rein und da wurde man auch in Ruhe gelassen. Aber so ein Haus, das hatte eigentlich noch keiner in Jena vorher gemacht, ein ganzes Haus. Wir wussten das auch erst gar nicht, wir haben halt nur geguckt hier, ja, gucken wir mal rein und hatten einen Spaten mit und eine Hacke. Und es war alles dicht, war alles verrammelt, das haben wir dann aufgehebelt. Ja. Und ab der Nacht war es unser. Und ja, 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 weil es war halt ein ganzes Haus. Und wir haben dann, da gab es noch diese Geschichte mit, wenn man, das war so eine Gesetzgebung, wenn man 3 Monate in so einer schwarzbezogenen Wohnung wohnt und man kann das nachweisen und man hat Miete gezahlt auf das Konto, dann ging sozusagen, war das automatisch wie ein Mietvertrag. Dann haben wir uns von dem Vorbesitzer hier, die hier gewohnt hatten, haben wir uns die Kontonummern besorgt, worauf die ihre Miete eingezahlt haben und haben jeder pro Wohneinheit hier 25 Mark waren es damals, haben wir überwiesen. Und dann hatten wir auch so nach ein paar Monaten sowas Halboffizielles. Also so war natürlich, ja, hat uns niemand so richtig gesagt, dass wir jetzt einen Mietvertrag haben, aber es war so, die haben die Miete immer angenommen. Ja, und ab da haben wir hier gewohnt. Ich weiß, wir waren, glaube ich, zu 5 am Anfang. Hier unten 2, das muss ich es vorstellen, das sind ja nur wirklich kleine Buden. Ne? Sind immer, hier vorne sind 2 Zimmer gewesen und hinten eine kleine Küche. Und in der Mitte, auf halber Treppe, waren für beide Parteien, Dachgeschoss gab es damals noch nicht, war ein Bad, hatte aber allerdings einen Luxus, nämlich einen Badeofen. Das war was Seltenes, wo man mit Kohlen sozusagen baden konnte, Badeofen anheizen und hatte eine Terrasse hinten raus. Es war völlig runter, es gab nur einfache Fenster, es war bitterkalt im Winter. Im Winter ist auch, ich weiß noch einmal eine Sache, da sind wir, hat hier früh morgens 6 Uhr einer ans Haus geklopft und sagt, hier aufmachen und so. Wir haben völlig verpennt da oben rausgeguckt, was los? Floss das Wasser hier schon zur Haustür raus und gefror sofort drin überall auf den Treppen. Man konnte gar nicht mehr runterlaufen, die Treppen. Wir sind in den Keller gestürzt, haben mit der Axt aufgebrochen, haben irgendwo den Hahn gesucht, haben aber nicht gefunden, weil wir auch nicht wussten, wo der hier ist. Es war also wirklich im Winter richtig heftig kalt hier. Also es war der, ich weiß nicht, 85 oder 86, muss ein ziemlich harter Winter gewesen sein. Sag mal, Alex. Ich habe dich jetzt nicht interviewt, ich weiß es nur von Olli und ich weiß es irgendwie von Leuten, die hier gewohnt haben, dass das Selbstverständnis schon so ein bisschen, also von Lothar Vollmann oder von den Vollmann-Brüdern, ja, dass das Selbstverständnis schon ein bisschen Spaßguerilla war. Ja, das war damals so ein bisschen unser Leit, ja, so ein bisschen so ein Leitthema. Wir hatten dieses Buch von den Bommi Baumann gelesen. Und der war ja so einer der Initiatoren der Bewegung. Das war noch vor, sozusagen die Phase vor der RAF, wo es auch noch ein bisschen spaßiger zuging. Und das hatten wir gelesen, das wollten wir dann hier so ein bisschen ja, auf unsere Art versuchen auch ja, zu leben. Also wir haben ja viel Sport gemacht, viel geklettert auch und so. Also wir haben es auch immer mit solchen Sachen verbunden, aber auch mit irgendwelchen mit Klamauk. Ja, na das, ja, das war so, wir haben alles benutzt zum Klettern, also alles mal, wo man sich irgendwo runterlassen konnte oder irgendwie hochkommen konnte, das haben wir gemacht. Und ja, Open-Air-Frühstück, das war letztendlich ja auch so eine Geschichte, so in diese Richtung ging das auch, ne, aber relativ harmlos. Ja. Nee, ich bin immer hier zu Alex Ärger aufgekreuzt als Kontrolleurin und mit Essen natürlich auch. Ich habe mir mit einem Korb voll Essen immer Einlass verschafft und es war schon etwas lustig bei den Linken, ja. Wir haben ja schon im Interview gesprochen, ja. War dann das auch mit Sorge verbunden? Ne, sicher. Aber sicher war das mit Sorge verbunden. Weil ja auch immer mal, erzählten immer mal, dass Polizei da war, weil ihr Krach gemacht hattet und so. Ich hatte schon Angst, dass die mal eingesammelt werden, wurden ja dann auch. Die Stasi sich dann immer relativ oft hier an der Kaserne. Klar. Olli hatte erzählt, dass sie hier eine Wohnung gemietet ja, hier gegenüber. Das haben wir aber später erfahren. Ob es jetzt hier war oder hier, weiß ich nicht, aber das stimmt. Also hier oben gab es das noch nicht. Das war nur im Laden und völlig verwahrlos. Es war alles am Zusammenfallen, die ganze Zwezengasse mehr oder weniger. Vielleicht das erste Haus ging, wo der Fleischer ist, aber sonst war alles kaputt.
Frau Jahn, aber vielleicht noch einmal so aus Ihrer Perspektive, wenn man die Fotos heute sieht, das ist ja egal, ob heute oder damals, sind ja schon einfach, wie soll ich sagen, Jugendkultur. Ich weiß nicht, wie das so ist als Mutter, wenn man da so vorbeikommt und da ist irgendwie... Ja, also ich habe das verhältnismäßig tolerant gesehen, weil ich beeinflusst war von einer westdeutschen Freundin, die zu diesen O'Neill-Geschichten, wissen Sie, diese anti-autoritäre Erziehung, das hatte ich damals schon gelesen. Und da habe ich das schon ziemlich tolerant gesehen. Ich hatte nur Angst. Ich hatte Angst vor. Weil ich wusste, dass Stasi bestimmt hier irgendwo ist und dass sie bestimmt Dummheiten machen, die da reinpassen. Das war mir auch sicher. Aber ich habe sie auch mit Schlägen bedroht mal, weißt du noch? Wie ihr den Ofen aus meiner Dachkammer geholt habt und das Loch offen gelassen habt im Winter. Das ganze Haus heizte und oben in meinem Dachbude war ein Loch, ja, wo da die Funken in unseren Mist da reinfliegen konnten. Da bin ich in die JG gerannt mit dem Bügel unterm Mantel und wollte die alle verdreschen. Da kam dann der Lothar Vollmann wie mit. Der habe ich die bebrüllt. Ich war außer mir. Ich habe das notdürftig mit nassen Lappen dann verstopft. Und dann musste der Lothar mit, der war Maurer, ne? Ja. Der war doch damals Maurer. Maurer, ja. Und der hat das mit dann Abitur zugemauert. Also das waren schon Scherze. Und Oliver sagt, was regst du dich noch auf? Wenn es brennt, kannst du dich immer noch aufregen. Das war eine tolle Aussage. Ja, wir haben halt gefroren hier, ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ja. Und die hatten mich auch gefragt, können wir den alten Ofen da oben haben? Ich sag, klar, können wir haben. Aber dass sie dann sowas anrichten, der so eine Gefahrensache machen, das habe ich natürlich nicht angenommen. Naja, das waren so kleine am Rande. Und dann wurde es irgendwann immer mehr so zum Zentrum. Also kamen dann oft ganz viele Leute abends hierher. War immer ziemlich voll. Und auch am Tag hatten wir morgens immer so ein gemeinsames Frühstück. Also wie über Thema Frühstück, über so ein Arbeitslosenfrühstück haben wir es damals genannt. Also was so, alles was so. Hat doch damals gearbeitet. Ja, wir haben alle gearbeitet, aber wir hatten nur so Jobs noch, weil wir waren ja aus unseren normalen Arbeitsverhältnissen gekündigt und haben dann so, was halt damals so üblich war, irgendwo als Heizer oder Hausmeister oder sowas gearbeitet. Und ich hatte so einen Halbtagsjob in der Apotheke und konnte dann immer morgens Botengänge fahren. Und da habe ich immer Brötchen geholt und dann haben wir uns hier getroffen alle. Und ich habe dann hier 2 Stunden gesessen während meiner Arbeitszeit, haben wir schön gefrühstückt und dann bin ich wieder ab. Ich habe in der Volksbildung gearbeitet und die Volksbildung war hier unten am Ende der Straße, schräg drüber, Seilbahnhofstraße ist das jetzt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte Post holen. Da bin ich immer aus der Schule gelaufen, hier durch, habe hier gefrühstückt, bin dann weiter Post holen gegangen und habe dann gesagt, ich habe so lange gebraucht, da war jetzt so, was weiß ich, noch das erledigt und das erledigt. Ja. Harry, warst du auch dabei? Wo? Bei Frühstück? Ja, ab und zu. Wo hast du das gelebt? Ist. Ich habe damals in der Liebknechtstraße gewohnt. Liebknechtstraße 6. Auch WG? Nee. So, also ich habe, der WG war in meiner Wohnung nicht möglich, das waren 12 Quadratmeter auf 2 Zimmern. Und auch nur so Dachboden, also das wäre nicht gegangen. Nee, aber zum Frühstück war ich ja ab und zu mal und zu den Fäden, die sonst hier so passiert sind. Das war auch ein großer Treffpunkt, als die JG geschlossen war. Da hat sich das dann so kristallisiert, dass entweder auf dem Johannesplatz die Leute waren oder hier. Oder bei Edith. Vertrauliche Verschlussakte VVS-0024, Nummer 30, 1989. Die Anwendung operativer Zersetzungsmaßnahmen bei der Bekämpfung von politischen Untergrundaktivitäten durch feindlich negative Personenzusammenschlüsse, Mittel und Methoden, Einführung einer möglichst großen Zahl von inoffiziellen Mitarbeitern in einen bestehenden feindlich negativen Personenzusammenschluss. Ich habe die ganze Zeit in einem Bürgerkomitee mitgearbeitet und einmal, als wir dann in so einer Stasi-Zentrale drin gewesen sind, habe ich durch Zufall auch eine Akte gesehen, die über mich geht und habe natürlich ein bisschen drin rumgeblättert. Und habe dann plötzlich gesehen, dass die Frau, mit der ich 1,5 Jahre zusammengelebt habe, mich bespitzelt hat. Sie ist erpresst worden von der Stasi.
mit ihrem Vater. Sie musste sich also aussuchen, ob sie ihren Vater ins Gefängnis bringt oder mich bespitzelt. Wir haben die Geschichte ja schon gehört, der war ganz maßgeblich daran beteiligt, als das erste Mal Bürger da rein. Also zusammen mit dem Markus Hecker, der leider irgendwie immer schwer zu finden ist, aber er ist wohl irgendwo in Klingen oder Kreußen jetzt Pfarrer. Also man muss sich das so vorstellen, das ist früher, war das ein geschlossener Innenhof, wo, also hier noch ein Gebäude, die Gerbergasse eben 18, glaube ich, ja, stand. Hier drüben im Bereich dieser Mülltonnen und der Durchfahrt, da war ein großes Stahltor mit Stacheldraht und so weiter. Hier und dann eine Mauer rundherum, auch mit Stacheldraht, also so richtig schon ein bisschen gefängnisartig gesichert. Und in den beiden Gebäuden haben die eben gearbeitet, die Kreisdienststelle Jena vom MFS. Und wir standen dann am 4. Dezember, seit etwa nachmittags gegen drei, sammelten sich hier vor dem Tor Leute und verlangten Einlass eben. Wir wollen also verhindern jetzt, dass hier weiter Akten vernichtet werden, weil es hieß, dass irgendwie die Schornsteine rauchen und Papiere verbrannt wurden und hörten, in Erfurt sind die Leute auch unterwegs, in Leipzig und so weiter sind sie unterwegs und wollen eben alle rein. Dachten wir, da müssen wir in Jena halt auch was machen. Also Gotthard Lemke war noch dabei und es sammelten sich dann immer mehr Leute, also so, dass wir dann nach ein, zwei Stunden waren das ca. 50 bis 100 Menschen, die hier schon davor standen. Und dann begannen also erstmal Diskussionen mit den Wachhabenden. Ja, die versuchten uns natürlich abzuwimmeln, ihr könnt hier nicht rein und so weiter. Und wir haben überlegt, wie können wir uns Einlass verschaffen. Und hatten versucht, einen Staatsanwalt heranzukriegen. Und dann tagte ab, ich glaube, 18 Uhr drüben in der Becherschule, war so eine Wahlveranstaltung für irgendeine Wahlkreisveranstaltung mit einem Volkskammerabgeordneten. Ich glaube, der war von der Liberaldemokratischen Partei, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Und den haben wir da aus dieser Veranstaltung dann rausgeholt, so mit dem Argument Gefahr im Verzuge hier und so weiter. Und Sie als Volksvertreter müssen doch jetzt nun mal, es bricht ja eine neue Zeit an, dann zeigen Sie mal, dass Sie ein Volksvertreter sind und so weiter. Dann haben wir den eben hier mit hergeholt. Aber wie das halt in dem demokratischen System der DDR so war, hatten die eigentlich ja nichts zu sagen. Die waren ja auch bloß, sag ich mal, Stimmvieh, ne, in dem Parlament dann. Und dann stieß noch ein Richter irgendwie zu uns, der hieß Manfred Kasten, das weiß ich noch, der hat sich da auch sehr engagiert, dass wir da reinkommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das dann ging. Es wurden Telefonate geführt bis zu Militärstaatsanwälten und so weiter, die wir versuchten ranzukriegen, dass wir hier halt nun eine Abordnung reinschicken können, um die zu kontrollieren. Aber vielleicht, um das noch einmal deutlich zu machen, also weil, entschuldige, aber das mich hat so fasziniert, oder mich fasziniert es so, dass immer jeder gesagt hat, eigentlich ist es nicht mein Aufgabengebiet, ich kann eigentlich nicht über die Stasi verfügen, da muss eigentlich derjenige kommen. Es muss ein Militärstaatsanwalt kommen, also mindestens. Lass uns doch einen Abgeordneten holen. Der Abgeordnete hat gesagt, das kann ich nicht entscheiden, das muss jetzt ein Staatsanwalt. Der Richter konnte es auch nicht machen, die brauchten einen Staatsanwalt, und zwar wahrscheinlich sogar eigentlich einen Militärstaatsanwalt, obwohl auch der ja von der Unterstellung her gar nicht, der war ja dem Ministerium für nationale Verteidigung unterstellt und nicht dem Ministerium für Staatssicherheit. Also insofern haben die wirklich in einem völlig rechtsfreien Raum agiert. Ja. Die haben doch damals verbrannt, oder? Dinge verbrannt. Also ich vermute auch, dass jetzt der OV, in dem die Gruppe hier um Lemke und mich und so weiter bearbeitet wurde, dass das damals auch mit verbrannt wurde, weil der war ja laufend. Die haben also erstmal die laufenden Sachen beseitigt, die brisant waren, und wären dann wahrscheinlich auch noch an das archivierte Material rangegangen. Jedenfalls ist es uns dann gelungen, ich glaube so gegen 9 Uhr abends, hatten wir die so weit weich geklopft unten, dass da schon mal ein höherer Offizier kam, mit dem wir dann noch rumdiskutiert haben. Und irgendwie, man hat dann gemerkt, die waren ängstlich auch. Und jedenfalls ergab sich es dann, dass wir so gegen 9:30 haben die dann wirklich gesagt, 2 Leute dürfen rein. Und da fiel halt dann die Wahl auf den Markus und mich.
Wir haben gesagt, wir würden es machen. Bleibt hier unten und wenn wir in einer Stunde nicht wieder da sind, dann macht richtig Stress. Dann stürmt das Ding oder irgendwas. Ja, ich weiß nicht. Und das war schon komisch, als dann dieses Tor aufging und wir reingingen und hinter uns ging das Tor wieder zu und man lief über diesen Platz. Also man hat sich wirklich wie in so einer fremden Welt gefühlt. Ja? Man kannte das ja nicht, man wollte da auch eigentlich nicht hin. Ne? Also jedenfalls nicht unter dem Aspekt da irgendwo dann zum Verhör oder sowas. Und dann gingen wir hier hinten neben diesen drei Garagen, war ein Eingang, ging es rein in das Treppenhaus und es standen überall vom MFS, also Angestellte vom MFS rum. Ja? Also der ganze Bau war voll. Dieses Amtszimmer von dem Schleizer gewesen ist, von dem KD-Leiter. Und das erwies sich aber dann als zu klein, weil die ganzen Stasi-Leute auch mit dazu kamen. Und da sind sie, glaube ich, sogar hoch in den Kultsaal gegangen. Also die hatten da so einen Saal halt, wo sie also ihre ganzen Devotionalien hängen hatten, Fahnen und lauter so ein Kram. Und dort haben wir also denen unsere Forderungen vorgetragen, dass wir jetzt hier eine Bürgerwache installieren wollen, dass die da dann eben die Akten nicht weiter vernichten können, dass wir ihre Arbeit kontrollieren wollen, weil sie lange genug eben, sage ich mal, agiert haben, wie sie wollten und dass eben jetzt eine neue Zeit angebrochen ist, wo sie nicht mehr so können. Halt. Und dann gab es eine halbe Stunde lang eine Diskussion mit denen, wo man eben schon gemerkt hat, dass sie selber total verunsichert waren. Und also es war schon ein bisschen eine spannende Situation einfach, weil man auch nicht wusste, tickt einer aus oder tickt er nicht aus. Ne? Ja, und nach einer halben Stunde etwa haben sie sich dann darauf eingelassen zu sagen, okay, dann versiegelt halt die Räume. Und dann haben die gesagt, so hier und hier ist das Archiv. Und da hat halt dann dieser Richter sein Amtssiegel drauf gedrückt, eben das versiegelt. Und ein paar Tage später haben wir festgestellt, das eine war eine Besenkammer und das andere war irgendein Sekretariat oder sowas. Ja. Also die haben uns da noch total verarscht. Ne? Aber im Prinzip war es dann so, es war dann die ganze Nacht über waren hier Leute auf dem Gelände von uns und dadurch konnten sie doch nicht mehr ganz so machen, wie sie wollten. Und zwei Tage später, glaube ich, sind dann auch schon die Akten ausgelagert worden nach Gera in die Bezirksdienststelle. Und Ich schwöre, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen. Den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen. Und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Ja, wir sind hier der Stadtsicherheitskreisdienststelle. Ein ziemlich verzweigtes Labyrinth, wenn man das erste Mal hier ist. Und da sind noch ein paar von den Säcken übrig geblieben. Das waren alles mal Akten. Also zwei LKW solcher Reißwolfsäcke sind abtransportiert worden, ein paar passten nicht mehr drauf. Und möglich ist natürlich, dass meine Akte in einem dieser Säcke war. Oder aber, dass sie mit den ganzen LKWs, die damals in die Bezirksdienststelle nach Gera transportiert worden sind, dass sie da dabei ist. Aber das weiß ich nicht. Das allererste Mal habe ich dieses Haus kennengelernt nach einer Verhaftung im Herbst 1976, nach einer Protestveranstaltung gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Ich weiß nicht mehr genau, welches Zimmer es war. Auf jeden Fall eins der ersten. Das hier war es bestimmt nicht. Hier saß der Telefonist. Aber dann war es garantiert dieses. Die Gitter vor den Fenstern sind auf jeden Fall noch dieselben. Und auch das Mobiliar ähnelt sich sehr, außer dass die Panzerschränke schon fehlen, die in jedem Raum obligatorisch waren. Nee, da haben wir uns irgendwie, ich weiß nicht, wer sich darum gekümmert hat, also wurden dann LKWs irgendwie rangeholt und das weiß ich nicht mehr genau, wie das dann lief, weil da war ich dann schon wieder bei einer anderen Geschichte also involviert. Das war ja so, dass ich das an
an einigen wenigen Leuten, die das erstmal organisiert haben, alles festgemacht hat. Ja? Also du hattest eigentlich einen 24-Stunden-Tag. Ja? Ich bin meistens abends gegen 11 mal nach Hause gekommen, ein bisschen schlafen und früh ging das gleich wieder weiter. Also das war schon eine recht heftige Zeit gewesen. Hatten aber einen schönen Blick, man war nicht so völlig isoliert, man konnte immer noch draußen sehen. Man sah auch, wer rein und rausgeht. In den höheren Etagen bis siehst du da gar nicht, wenn du gar nichts mehr siehst, ist das Isolationsgefühl wie in Hohenschönhausen, ist es noch besser, also noch stärker. Und da hast du nicht in irgendeinem Schreibtisch noch was gefunden hier, was Rätselhaftes? Nee. So schön hier. Ein bisschen Kleinkram, ab und zu mal einen Namen oder mal ein Blaupapier, wo noch was drauf stand. Ja, die größte Freude waren so diese Aktendeckel, damit man wenigstens den alten Freunden mal ein Souvenir zukommen lassen kann. Daran haben sie noch gedacht. In seiner Akte lesen ist wie in einen Eimer voller Scheiße schauen, in dem man sich zerstückelt herumschwimmen sieht. Die eigene Persönlichkeit bleibt widerlich besudelt. Die Splitter einer Diktatur schmerzen noch lange unter deiner Haut. Ich sitze am Tisch des Vernehmers und möchte ein Gedicht schreiben, wie ich am Tisch eines Vernehmers sitze. Du lass dich nicht verhärten, verhärten sein. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigenszeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen es allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid. Ja, Hauptgebäude der Uni, quasi zwei Mauern weiter ist die Aula, und also das Herzstück der Universität. Und am 19. Oktober fand dort das erste Reformhaus statt, im Herbst. Das heißt, es war ein erstes offenes Universitätsplenum für den Studenten. Es waren da 700 Leute ungefähr da, vielleicht auch mehr, also hat keiner gezählt damals. Jedenfalls war die Aula brechend voll. Die Idee dazu ist mehrere hundert Meter weiter hier oben erfolgt, in Gütegedenkstätte. Wir hatten dann so die Bilder vom Wochenende aus Berlin, aus Dresden im Kopf, wusste nicht, was in Leipzig passiert, und haben gesagt, wir brauchen als Universität so eine Art, ja, Plenum-Ventilöffnung, wo wir uns als Studenten erstmal untereinander reden können. Und haben dann eben 10 Tage später, dann am Donnerstag war das gewesen, hier in der Aula unsere große Versammlung abgehalten. Wir haben den Raum gekriegt, in dem wir
letztendlich eine Demonstration angedroht haben und gesagt haben, wir sind wieder draußen oder drin, da könnten wir die Wahl und haben uns dann doch die Auto gegeben. Und wir waren dann nun so im Herz des Universität, das erste Mal so im Herz der Universität, dass wir unsere ganz eigene Sache machen können. Das war ein irres Gefühl einfach. Wir haben das auch gar nicht gewusst, wie wir so eine Versammlung von 700, 800 Leuten irgendwie leiten können oder strukturieren können. Aber es ging alles recht friedlich ab. Wir haben ein Öffnungsplenum gehabt. Wir haben uns dann in mehrere Arbeitsgruppen verteilt, die an unterschiedlichsten Orten in Jena da auch sich getroffen haben. In der Rose, im Hauptgebäude hier, im Haus auf der Mauer. Und sind dann auch halb zehn, um zehn wieder hierher gekommen und haben dann so die Ergebnisse zusammengetragen. Da gab es dann Forderungskataloge, es gab eine ganz große Bandbreite an Leuten, die weiterarbeiten wollten gemeinsam und die dann Arbeitsgruppen gegründet haben zu Giftschränken an der Uni, zu eben gesagt Zeitungen, die dann erschienen sind und eben ganz wichtig eben auch eine Arbeitsgruppe, die sich darüber verständigt hat, wie wollen wir uns weiter vertreten lassen als Studenten und die letztendlich dann dazu führte, dass Ende November auf einem zweiten Plenum des Reformhauses, dass der Studentenrat dann intronisiert worden ist. Vorher gab es einen langen Prozess mit langen Debatten und Delegiertenversammlungen der Studenten und Urabstimmungen, aber das ist dann im Laufe eines Monats erfolgt und Ende November wurde dann hier der Studentenrat gegründet. Ich erzähle noch ganz kurz die Geschichte von dem Brief an Egon Krenz. Die finde ich ganz exemplarisch für... Ja, also es gab einen Tag vorher, am 18. Oktober, ist ja Egon Krenz zum Staatsratsvorsitzenden, zum damals Generalsekretär ernannt worden. Und da hat sich spontan auch eine Diskussion hier entwickelt, wie man damit umgeht. Und es gab den Wunsch, eben einen Brief an Egon Krenz zu schreiben, eine Art Brandschreiben, und wo die dann auch einige Studenten vorbereitet haben. Und es gab eine sehr heftige Diskussion auf dem Plenum, ob man dann legitimiert ist, so einen Brief im Namen der Studentenschaft der Universität abzuschicken. Es gab insbesondere von dem Parteisekretär Verdahm, es gab was von der Universität, es gab ein schönes Erlebnis, was wir abgestimmt haben, ob der Parteisekretär überhaupt reden darf auf unserer Versammlung. Und es gab dann versucht, den Brief hin und abzuschicken. Wir haben das dann so gelöst, dass dann wir draußen haben schriftlich abstimmen lassen, dass die Universität unterschreiben konnte, wer den Brief abschicken wollte. Und dadurch legitimiert war der Brief. Es gab den Versuch des Parteisekretärs, diese Unterschriftenliste noch zu klauen. Das haben wir dann in Sicherheit gebracht und noch am Abend verbrannt. Es gibt einen Anlassbombenruf. Wir haben einen Turnball mitlaufen lassen von dieser Veranstaltung, weil wir gesagt hatten, wir wollen dokumentieren, was wir sagen, damit uns anschließend nicht gesagt wird, irgendwas der Wort im Mund umgedreht wird. Und dieses Turnband ist uns geklaut worden. Und zwei Jahre später haben wir von der PDS dieses Punkt dann wieder zugespielt gekriegt. Und die Geschichte von der FDJ, also die FDJ-Auflösung, als dann Studentenrat schon gegründet wurde. Na, die FDJ-Auflösung haben wir relativ elegant hingekriegt an der Universität. Es gab am 30. November eine letzte FDJ-Delegiertenkonferenz an der Uni. Da hatten wir eigentlich einen Auflösungsbeschluss vorbereitet, der hat aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit gekriegt, also eine Stimme gefehlt. Und daraufhin haben wir uns dann selbst quasi als FDJ-Leitung wählen lassen und haben einen Tag später, am 1. Dezember, dann beschlossen, am 31. Dezember die FDJ-Arbeit an der Universität einzustellen. Das war dann also nicht die Barrikade, sondern es war einfach ein Wahlakt, der da stattgefunden hat und der dann die FDJ-Geschichte an der Universität beendet hat. Mit Anna habe ich über Mythos offene Arbeit gesprochen. Habt ihr wahrgenommen, was überhaupt noch in, also, nee, ich muss noch mal das anders formulieren, dass jetzt im Nachhinein oft so das, was um die JG Stadt Mitte wird, als das Hauptsächliche wahrgenommen irgendwie, ja? Habt ihr das auch wahrgenommen? War das gleichberechtigt? Wie würdest du das jetzt sagen, ja? Also Studenten haben das nicht wahrgenommen. Ich war Theologiestudent, ich habe es wahrgenommen. Einfach, weil ich auch Fischmüller kannte zum Beispiel ganz gut, aber die Studenten haben es insgesamt nicht wahrgenommen, genauso wie die Theologiestudenten das nicht wahrgenommen haben. Und es gab auch dazu, es muss man sich vorstellen, obwohl Jena so klein ist, als die Universität eine eigene Lebenswelt und die Stadt eine eigene Lebenswelt. Und die haben vor 89 eigentlich wenig Schnittpunkte miteinander gehabt. Also ich glaube nicht, zum Beispiel, ich glaube, das Reformhaus wenig wahrgenommen von den Leuten, die die Demo gemacht haben. Und die Demos sind von uns als Privatleute besucht worden, aber nicht als Studentengruppe. Ja, also das war schon eine Art Parallelwelt, die da stattgefunden hat. Das haben wir nicht mitgekriegt. Das hat uns auch überhaupt nicht interessiert, glaube ich. Das ging ab und zu mal so rum, ja, jetzt gibt es einen Studentenrat, jetzt, die machen auch was. Ja? Aber das war für uns nicht so wahrnehmbar.
hat vorher nie studieren können, wenn man sich engagiert hat und umgekehrt. Also so, und es hat sich dann wahrscheinlich bis in die Wendezeit auch so erhalten, dass das zwei unterschiedliche Gruppen waren, die miteinander eigentlich wenig zu tun hatten. Wir sind zum Beispiel auch nie in den Studentenclub Rose reingekommen, weil da musste man immer einen Studentenausweis haben oder einen Studenten dafür einen birgt, dass man keinen Unsinn da drinnen macht. Und das haben wir mal abgelehnt, das wollten wir nicht. Und deswegen war so, Student hieß immer auch für uns, okay, die haben sich auf irgendwas eingelassen, 3 Jahre zur Armee gehen oder irgendetwas, was wir absolut abgelehnt hatten damals. Also so, wir, sage ich jetzt so, das war so der Kreis hier, Swetzengasse, aber auch JG Stadt mit. Und deswegen hatten die vielleicht so auch später nichts miteinander zu tun oder wenig. Ja, ich habe langes Haar und ich fühle mich ganz und gar wie ein Hippie aus dem Underground. Ein Hippie aus dem Underground. Ja, ich habe langes Haar und ich fühle mich ganz und gar wie ein Hippie aus dem Underground. Ein Hippie aus dem Underground. Ja, ich war ja Stammgast. Das war hier praktisch der Notausgang. Und da war noch eine Mauer zwischendrin und da war ein kleiner Raum. Da saßen dann praktisch irgendwelche Faschingsgruppen und so weiter und so fort. Ja, der Eingang war hier um die Ecke. Da ging es rein durch die Tür. Aber was war denn das Besondere an der Weintanne? Gab es was Besonderes oder... Dass man erstmal da reingekommen ist und dass sich keine Polizei reingetraut hat, wenn sie nicht gerufen wurde. Und lag das jetzt an der Person oder? Na, das ist so. Das lag an der Wirtin zum Teil, weil das war eine alte gestandene Frau, die hat sich von keinem das Butter vom Brot nehmen lassen. Hat da drin auch für Ordnung gesorgt. So, und der war es vom Prinzip egal. Solange man gefragt hat, ob man irgendwo einen Stuhl an den Tischrand stellt, dann war hier alles Rille. Und es gab nur ganz wenige Kneipen, wo sie uns ja nicht rausgeschmissen haben, ja? Wenn wir da mit unseren bunten Klamotten kamen. Ja, das ist ganz... Beim Kaugummi-Kauen, guten Abend sagen. Ja. Sonst warst du nicht anwesend. Man müsste fragen, wenn die ganze Kneipe leer war, ob man sich setzen durfte, ja, Frau Marx. Ja, ja. Ansonsten durfte sich nicht einfach setzen. Ja, das gab es auch. Das Interessante war, dass du dort die Voll-Fraktion hattest, genauso wie eine Studentenfraktion. Also das haben sich alle getroffen, ja. Das war das Interessante dran. Das war eine große Durchmischung von Leuten da. Es war halt immer lustig. Es gab hier nicht immer der rote Erik. Ja, das waren die Genossen und das waren aber auch die anderen. Ja. Und solange es da keinen Stress gab, konnten wir, hat Edith uns alle bedient, hat sich gefreut, wenn wir gekommen sind. Ja. Und man kann sagen, das war damals schon eine sehr emanzipierte Situation, weil sie hat die Kneipe geführt, hat den Tresen geschmissen und ihr Mann stand in der Küche und hat gekocht. Das stimmt. Er konnte das ja. Das Pusterhack steht auch. Wer da frühstückt, das war denn ihr Problem. Und das Dumme war halt, ihr hattet doch Besuch. Wir hatten Besuch aus Essen. Also es war ein Freund von uns, der war aus Westdeutschland da. Und das war natürlich für die nochmal ein ganz großes Ding. Also wir haben noch sozusagen irgendeinen von da drüben mit eingeschleust, der hier... Der BND hat es organisiert. Beziehungsweise wir haben jetzt die Verbindung nach drüben aufgebaut und so. Und das war natürlich für die dann ganz wichtig, wer das war und was der damit zu tun hat. Die kamen dann mit den Ellos, also mit diesen Polizeilastautos, wo man hinten immer die Leute so schön reinschieben konnte. Die wurden dann auch mal gleich zum Verhör geschleift? Oder? Naja, die haben von allen die Ausweise eingesammelt, haben den Westdeutschen mitgenommen und haben noch 2, 3 mitgenommen. Wir sind abgehauen. Also wir sind sofort abgehauen. Uns haben sie nicht gekriegt, aber wir sind dann wir hatten ein Auto irgendwo da hinten stehen und sind dann mit dem Auto nach Hardroda hinter Gera. Da war damals so eine Kommune, wo wir haben uns dann das Wochenende hingerettet. Aber nicht die Woche darauf haben sie uns dann abgeholt. Also war egal, aber wir hatten zumindest noch ein schönes Wochenende. Wir wollten immer, dass wir sowas nie wieder machen und immer wissen, warum wir das machen. Und dann immer, dass wir das nie wieder machen. Vor allen Dingen nicht, schon gar nicht, weil da stand jetzt irgendwie, da war die 750-Jahr-Feier hier von Jena, stand auf dem Spiel. Und es ging dann immer darum, dass wenn wir da irgendwo auftauchen, dann ist sozusagen
vorbei. Ja, dann, die 750 Jahrfeier stand auf dem Spiel. Finde ich auch ja, toll. Die stand auf dem ja. Spiel. Wir hatten PM12, aber ich weiß nicht, ob wir zu dem Zeitpunkt den schon hatten. Ich glaube noch nicht. Wir hatten den dann kurz danach gekriegt, so im August. Kurz vor, ich weiß nicht, war das 86 die Feier? Also PM12, wisst ihr, was das ist? Seid ihr in der Materie? Also PM12, die haben uns dann sozusagen, also es war ja eigentlich ein Ausweisdokument, was Leute bekommen haben, die im Knast waren und noch... Es wurde gleich kriminalisiert. Also praktisch die im Knast waren und noch unter Beobachtung standen, bekamen nicht die normalen Personalausweise, sondern die bekamen so eine Klappkarte mit Passbild und da stand halt PM12 hieß das Ding. Das sind Sterne. Genau, und wenn du das Ding hattest, dann hast du... Das Problem war wirklich, dass sie dich dann überall hochgezogen haben. Also du hast einfach keine Ruhe mehr gehabt, weil die standen halt immer, Ausweiskontrolle war ja so das klassische Ding. Ja, ihren Ausweis bitte. Und dann haben sie gesehen, aha, PM12, gut, mitnehmen. Wir haben sie sich erstmal mitgenommen. PM12, auf dem einen stand drauf für verloren gegangenen Personalausweis. Ah ja, das gab's auch. Auf dem anderen stand für eingezogenen Personalausweis. Da wusste jeder, der dich kontrolliert, aha, wir haben es weggenommen, da müssen wir gleich mal genauer hingucken. Und ein Berlin-Verbot haben sie uns noch ausgesprochen, dass wir Berlin nicht betreten dürfen. Und Olli hat es in seinem Interview sehr schön gesagt. Irgendwie hat gesagt, ich durfte nicht über die tschechische Grenze, ich durfte nicht nach Berlin, ich durfte nicht in die Ostsee. Und so gesehen, die DDR war eine einzige Grenze. Ich durfte also praktisch gar nicht mehr mich bewegen. Ja, für uns war es der ausschlaggebende Punkt. Also als wir das hier noch gemacht haben, Frühstück und so, da war von uns, wollten wir nicht weg. Also so, das war für uns eine gute Zeit, Spaß, also so war Abenteuer, es war immer so an der Grenze, aber das haben wir eigentlich genossen, die Zeit. Aber als wir dann uns völlig gelähmt haben, wir konnten ja nicht mehr uns bewegen. Also es war kein, ja, du konntest nicht mehr nach Tschechien, du konntest nicht mehr nach Berlin und außerdem haben sie dich ständig, wenn du irgendwo warst bei einer Party und du hast diesen Ausweis gezückt, haben sie den Arm versaut, ja, weil sie dich da erstmal mitgenommen haben und es dauerte dann Stunden, ehe sie dann dich wieder losgelassen haben. Und dann haben wir irgendwie gesagt, eigentlich, jetzt kannst du nur noch in den Knast gehen beim nächsten Ding oder wir hauen halt jetzt hier ab. Das geht halt für uns nicht mehr. Also das war für uns der Endpunkt. Es gab eine Ordnungsstrafe, aber ich weiß nicht mehr, wer die alles bezahlen musste. Ich musste für das Floßfahren mussten wir eine bezahlen, weiß ich noch, 500 Mark waren das damals. Das waren für mich 2 Monatsgehälter in der Apotheke, wo ich gearbeitet habe. Aber fürs Frühstück, meiner Meinung nach, weiß ich nicht mehr. Das war nur, haben sie nur gedroht, dass das sozusagen eine nicht genehmigte Veranstaltung war. Also die waren auch ein bisschen... Olli hat gezahlt. Ja, Olli hat gezahlt. Wie war das, als es die Ordnungsstrafe gab? Ja. Der Olli hat bezahlt. Oder wie hat der? Der hat nicht bezahlt oder hast du bezahlt? Oder ich habe bezahlt für den Oliver. Der hätte es nicht gemacht. Der hätte es nicht gemacht. Ich wollte das aus der Welt haben. Und dann haben wir ja noch für andere gesammelt. Oliver musste, glaube ich, nur 100 bezahlen oder andere wieder 500 und einer 50. Es waren ja gestaffelte Strafen. Redelsführer und Mitläufer, klar. Es war so ein Kernkreis von 5, 6, 7 Leuten. So, die waren ganz verschworen miteinander und dann gab es ganz viel drumherum. Welche Rolle hat der Sozialdiakon für euch gespielt? Eine große. Der Jürgen Hoffmann. Der war so eine Vaterfigur, kann man noch sagen. Also so aus der JG-Stadt Mitte. Also der war ganz wichtig auf seine Art. Er war sehr, sehr menschlich, sehr, sehr, auch sehr klug. Also der hat die Sache wirklich gut geleitet. Also so, wie wir das damals gebraucht haben. Das war wirklich, JG-Stadt Mitte, muss man wirklich sagen, war für uns der einzige Raum in der Stadt, wo wir gesagt haben, der ist, hier sind wir weitestgehend frei. Also wir haben nicht so viel über Stasi nachgedacht, das muss ich dazu sagen. Also es war nicht so ein Ding, wo wir gesagt haben, ja, jetzt pass auf, der da oder der könnte bei der Stasi sein. Das wollten wir nicht, weil wir gesagt haben, das ist genau das, was die wollen. Die wollen uns nur einschüchtern, dass wir im Prinzip gelähmt irgendwie uns nur sagen, Vorsicht, nicht das, nicht das machen. Und gesagt, okay. Also es ist klar, es sind immer Leute abgegangen, Knast und so, aber wir haben, ich muss auch dazu sagen, wir waren 16, 17, 18, 19, 20 ja, in der Zeit. Und da kennst du ja vielleicht von dir selber, da sind dir viele Sachen scheißegal. Da willst du das machen, was du für richtig hältst und möglichst richtig. Und ja, das war dann schon die Das passt. Ja, das ist...
Das ist deine Tochter, oder? Die hast du ja gleich ganz richtig erzogen. Ich gehört, wird GEWA auch so ein Zentrum für Ausreise. Ja, so würde ich es nicht bezeichnen. Es war ein Zentrum für Leute, die anders versucht haben, anders hier zu leben. Und irgendwie auch kreativ irgendwie ein bisschen Dinge umzusetzen. Also es war wirklich ein ziemlich kreativer Laden. Es passierte jede Woche was anderes auf allen Ebenen. Also so, und dass sich das dann so entwickelt hat, dass viele Leute ausgereist sind, das war eine Eigendynamik und war auch folgerichtig. Es gab dann immer verschiedene Gruppen. Manche, die sagten, nee, auf keinen Fall, wir bleiben hier. Andere sagten, wir wissen es noch nicht. Und die anderen sagten, ja, es geht nicht mehr. Je nachdem, an welche Entwicklung jeder für sich gekommen ist, also an jeden Punkt. Ne? Und wir waren dann irgendwann, wie ich vorhin schon sagte, gesagt, okay, es geht nicht mehr. Also wir konnten hier, wir haben überhaupt keine Entwicklung mehr gesehen, jetzt für uns selbst. Also in der JG war ich 1984 das erste Mal und das war zu Weihnachten gewesen. Mein Bruder hatte mich damals mitgenommen und da war ich 14 Jahre alt. Und das war für mich schon sehr beeindruckend. Das war ein Schauspiel, war angesagt gewesen. Die Künstler waren eigentlich durch die Bank besoffen gewesen. Ne? Und der Weihnachtsbaum, der hängt voll mit Karo-Schachteln und sonstigen Müll, Bieretiketten. Und so kannte ich die Weihnachten noch nicht. Komm, Harry, damit das echt wirkt. Ja. Nee, ja, ich war da nicht dabei. Luther, das unterstütze ich nicht. Kaktus, sei Chris. Ja? Wenn man rot über die Ampel ist und dass daraus dann schon eine politische Tat wurde, einfach weil es nicht erlaubt war. Und da man so eine Protesthaltung irgendwo zeigen konnte. Also aus so kleinen Sachen wurde oft was Politisches gemacht zu DDR-Zeiten, was halt eigentlich für uns heute gar keinen politischen Hintergrund hat. Und, aber eigentlich war es erstmal für sich ein Treff für Jugendliche, wo sie sein konnten, wo sie ihre eigenen Themen einbringen konnten, wo man zusammensitzen konnte. Wir haben damals immer gesagt, Anarchie fängt im Straßenverkehr an. Es waren auch nicht angepassten, sag ich mal, Konformanten oder JGler, die in der braven JG. Wir haben früher immer gesagt, es gibt die Braven und die offene Arbeit. In der offenen Arbeit waren sozusagen auch kirchennahe Leute, die aber jetzt nichts mit dem Glauben und so am Hut hatten. Die gesagt haben, lasst uns mal in Ruhe. Und da gab es Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter, die diese Leute sozusagen auch aufgenommen haben. Es offen ist sozusagen, auch für die. Ja. So, in Jena zum Schluss. Hallo. Zwischen 20 und 200. Also, was da reingeht, das geht manchmal gar nicht. Bei Partys, Feten, Disco, da waren alle Räume besetzt. Krachvoll. Und alle Bauern bleiben stehen, wenn dieser Marsch vorüberzieht. Yeah. Ich denke schon, auf wie sie sehen, während sie auf ihre Gänse ziehen. Wie ist es entstanden? Wir hatten die Idee, dass wir was zu 20 Jahre Grenzöffnung machen wollen. Und wir waren uns ganz sicher, wir wollen keinen nostalgischen Rückblick machen, sondern wir wollen gucken, dass das Potenzial dieser Zeit, also die Lust am Politischen, ja, wie sich das transformieren lässt, wie sich das transportieren lässt. Und deswegen sind wir auf den dritten Weg gekommen, als Möglichkeit, jetzt gar nicht unbedingt eine Alternative zum Sozialismus, aber eine Alternative, auch zu heute, ja, überhaupt über Alternativen nachzudenken. Das war der Ansatz und dann sind wir durch ganz Ex-Ostdeutschland gefahren. Nicht ganz, aber immer an der Grenze lang und irgendwann haben wir gedacht, Jena ist es. Wir müssen in eine Stadt gehen, wir müssen in eine Stadt gehen, in der was passiert ist. Und wir waren auch froh, darüber Jena gefunden zu haben. Also wo definitiv viel passiert ist, was aber jetzt nicht Hauptfokus ist in der, ich sag mal, gesamtbundesdeutschen Aufarbeitung von 20 Jahre Grenzöffnung. Also es ist nicht Berlin und nicht Leipzig. Und trotzdem für uns genauso brisant, beziehungsweise wir beide suchen gerne die kleinen Geschichten. Also wir sind interessiert an den kleinen Geschichten und waren die dann ins Große reinreichen sozusagen. Und was über das Große erzählen auch einfach und waren dann sehr, sehr froh nach unserer ersten Recherchephase, dass eben dieser dritte Weg nicht nur eine Sichtweise ist, sondern eben es gibt einen dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Weg. Und auch das liegt uns sehr, dass wir eben nicht
nur uns mit einer Ideologie beschäftigen, sondern viele Menschen und viele Stimmen zu Wort kommen lassen. Gott, kein Wunder tut. Nein! So gehen wir alle kaputt. Warte, Süden noch. Hilf es noch hin. Hüt dich, feins Blümelein. Hey, hey. Einfach nach 15 Jahren ohne Geburt. 30 Jahre. 30 Jahre, ja. Bist nicht fertig. Vorher zeigt es euch mal hier genau. Dritte Weg, hier steht es nochmal genau. Und zwar eine theatrale Demonstration. 89. Und davor natürlich, also was passiert, wer, wann, warum und so weiter. Verstehe. Genau. Und dann haben wir gerade festgestellt, dass das total witzig ist, weil es so ganz verschiedene Kreise gibt. Ne? Also wie ist abgeholt. Ich. Ja. Warum? Hä? Warum? Nur weil ich dann mit dem Auto nach Hause fahren kann. Das jetzt natürlich. Weißt du? Stimmt, seitdem du auf dem Berg wohnst, brauchst du. Ja. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen es allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid. Hey. Naja, wir sind doch zu ähnlich. Aber können wir was anderes machen, oder? Keine Gewalt, kein Keil. Wie fehlt der Protestakkord? Machen wir nochmal den Protestakkord. Übrigens, am Anfang ist das ganz stimmig mit dem, was ist F oder was? Nee, was ist F? Schradalam. Oh, bei Lora, ich komme auch zum Gustav. Wir können ja auch, Maschen machen, ja. Maschen. Ja. Was haben wir denn für ein Lied noch? Was haben wir denn? Kommt das aus dem Nahen? Fällt ja nicht was ein.